Xenias Video Erster. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war bei Rossmann einkaufen und wollte euch mal mein Haul präsentieren, was ich so bei Rossmann gekauft habe. Genau. Lasst euch mal nicht so stören, ich bin ein bisschen erkältet, aber es ist schon viel besser. So, oh, als erstes habe ich Waschlappen aus der Tüte gegriffen, nichts Spannendes, aber ich habe Waschlappen gebraucht. Ich nehme immer unterschiedliche, aber ich habe jetzt diese dünnen Wischtücher gebraucht. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander, das ist was für alle dabei. Als nächstes habe ich mal, das habe ich zum ersten Mal geholt, Heidelbeerreiswaffeln für Manina geholt. Ich weiß noch, Leo hatte damals auch immer kleine Reiswaffeln dabei. Und leider kann ich ihr nicht so viel holen, weil ja sie nichts mit Milch essen darf. Und da, das hat halt auch keine Spuren von Milch, gar nichts. Vielleicht einfach nur mal, weiß ich nicht, einmal am Tag mal eine zum kurz anlutschen und das war's. So, als nächstes hat der Papa für den Leo 100 Wasserbomben geholt. Genau, die hat sich Leo ausgesucht. Er wollte unbedingt viele bunte Wasserbomben haben. Dann haben wir natürlich auch was für unseren Hund mitgenommen. Das sind ihre Lieblingsleckerlis. Das sind Entenbrustfilets, also so getrocknetes Fleisch. Die liebt sie, also sie liebt Hähnchen davon, Ente, ich glaube Rind gibt es auch. Genau, das sind ihre Favorites. Als nächstes habe ich noch eine Handcreme mitgenommen mit Vanille. Ich rieche da nochmal dran. Ja, die riecht richtig schön nach Vanille und ich finde, die hat auch so ein süßes Design. Richtig süß. Ja, von Isana. Die war jetzt nicht teuer. Ich glaube, die hat sogar unter 1 Euro gekostet. Und für den Winter einfach mal in der Handtasche irgendeine Handcreme dabei haben, ist nicht verkehrt. Oh, das ist richtig cool. Ich liebe es ja, im Herbst und im Winter Kerzen anzumachen. Ich mache immer ganz, also nicht ganz viele an, sondern immer ganz oft eine an und es gibt jetzt eine, also stand neu dran von Glade. Ich weiß jetzt nicht, ob die neu ist. Moment. Sweet Fantasies. Sweet Fantasies. So. Da steht Sweet Fantasies drauf von Glade. Die riecht richtig gut. Ich kann was riechen durch meine Nase. Da steht Pflaume, Brombeere und Veilchen. Und ja, ich finde, die riecht richtig, richtig gut. Hat auch einen Touch, was Weihnachtliches, aber für einen gemütlichen Abend, wenn man die anmacht, dann riecht ja sofort die ganze Etage nach dieser Kerze und ich liebe das. Also es muss gar nicht, finde ich jetzt immer, da gibt es ja ganz, ganz teure Kerzen, die riechen auch gut, aber so eine für 3 Euro, die tut es auch. Dann hat mein Mann sich noch ein Eau de Toilette von S. Oliver mitgenommen. Wir benutzen immer, also wir haben auch teure Parfüms oder Parfums. Wir haben auch teure Parfüms von, was habe ich jetzt? Poco Rabanne ist das. Und dann haben wir für zwischendurch, weil wir davon einfach viel mehr benutzen, immer so eine günstigere Variante, da holen wir uns immer verschiedene. Dann hat mein Mann für mich noch diese Oreo Crispy & Thin mitgenommen. Die habe ich noch nie probiert. Sind die Original-Oreos. Ich habe immer nur die normal dicken gegessen. Bin ich mal gespannt, ob die genauso lecker sind. Dann habe ich mir einen Tee mitgenommen. Ich wollte einen winterlichen Tee mitnehmen. Der ist jetzt Winterpunsch. Ist mit einer Früchtetee-Mischung, süßen Aprikosen-Mandelgeschmack.
und da ist so ein paar Zimt abgemeldet. Vielleicht schmeckt auch eine Zimt. Der ist jetzt von der Rossmann-Marke King's Crown. Ich wollte von Teekanne oder sowas einen winterlichen Tee mitnehmen, aber irgendwie gab es den da nicht bei Rossmann und deswegen bin ich mal gespannt, wie diese Marke schmeckt. Ich trinke momentan ganz viel Tee. Allgemein in der kalten Jahreszeit trinke ich immer viel Tee. Und dann habe ich noch Backpapier mitgenommen, weil unseres fast leer ist. Da nehme ich einfach immer die Eigenmarke von Rossmann mit. Ich sehe jetzt auch keinen Unterschied zwischen dem günstigen Backpapier und dem teuren Backpapier. Bei Alufolie und Klarsichtfolie, ja, da finde ich, gibt es einen Unterschied. Mehr bei Klarsichtfolie, aber bei Backpapier, das ist für mich immer gleich. Deswegen nehme ich immer das günstigere. Noch für meine Tochter, weil sie auch ohne Milch sind und auch ohne Spuren von Milch oder sowas. Hirsenkringel, auch ab 8 Monate, können sie sich damit auch ein bisschen vollmanschen. Einfach mal ein, zwei Stück am Tag zwischendurch, dass sie was zum, ja, beim Tisch voll oft. Sie will ihren Brei nicht essen, aber unsere Sachen kann sie noch nicht essen, weil die einfach zu fest sind. Man merkt, sie will irgendwas in der Hand haben zum Essen, also kein Brei. Und bei Apfel, da beißt sie schon voll oft ein Stück ab, das sie nicht kauen kann, aber Apfelbrei will sie nicht. Also einfach mal sowas in die Hand drücken, weil ich weiß, das taut im Mund drauf. Dann habe ich unseren kleinen Räuber, der liebt das zu baden, also liebt es zu baden. Und der liebt, wenn er baden geht, immer halt einen Badezusatz reinzumachen. Am besten was das irgendwas halt, bis das Wasser färbt. Und das ist jetzt, sind jetzt Badeperlen mit Waldbeer, also mit Waldbeere, das heißt, es wird nach Waldbeere riechen und ich schätze mal, es wird auch das Wasser blau färben. Er liebt das einfach. Also er geht auch immer in unseren Badezimmerschrank und will, dass ich ihm Badezusatz raushole. Und wenn seins leer ist, muss ich immer was nachholen, weil sonst will er meins haben. Was ja nicht schlimm ist, aber ich weiß nicht, ob das halt auch für Kinderhaut geeignet ist. Dann habe ich einfach noch mal ein paar Zahnbürstenfliegen mitgenommen, weil er halt öfters mal drauf rumkaut und ich die schnell wechseln muss. Und ja, er benutzt jetzt erstmal ganz einfache Zahnbürsten für Kinder, keine elektrische, gar nichts, weil er erstmal richtig Zähne putzen lernen muss. Und das geht halt am besten mit so einer Zahnbürste. Dann habe ich noch einen Kalker gebraucht. Ich habe jetzt verschiedene mal getestet, teure, günstige. Ich finde alle in Kalken gleich gut. Deswegen habe ich jetzt wieder den von Domol mitgenommen. Der ist ganz gut, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, also ich muss eigentlich oft entkalken. So, dann habe ich Proteinballs mitgenommen. Die sind auch ohne Milch, die sind hier von dieser Biomarke von Rossmann mit Kakao und Cashew. Ich hatte schon mal welche mit Kokosnuss, die fand ich richtig lecker. Bin ich mal auf die gespannt. Die sind natürlich sehr, ja, also eine Kugel hat mal eben so 73 Kalorien, geht aber. Und es stillt auch den Heißhunger auf Süßes, finde ich. So, dann habe ich hier... Eigentlich habe ich das für Marina mitgenommen gehabt das letzte Mal, aber Leo mochte die so sehr. Der hat eigentlich, ich glaube, Marina hat eins gegessen, Leo alle drei. Deswegen habe ich jetzt für Leo wieder welche mitgenommen. Der hat das wieder für sich entdeckt. Und das ist halt auch was, also ohne Zuckerzusatz. Das sind einfach pürierte Früchte. Was Besseres gibt es ja nicht, wenn er das in der Form ist, ist ja auch gut. Dann habe ich noch entdeckt, die hatte ich noch nie, Mini-Maiswaffeln, Tomate und Basilikum. Also normale Maiswaffeln, ich glaube, die kennt jeder. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Vor allen Dingen, die haben ja nicht so viel Kalorien, die ganze Packung. 227 Kalorien. Und man isst ja nur ab und an mal, die sind auch vegan. Und glutenfrei sehe ich gerade. Genau, auch von dieser Biomarke von Rossmann. Ich weiß gar nicht mehr, was die 1,99 haben, die vielleicht gekostet. Ich weiß es nicht mehr. Das ist vielleicht auch mal eine gute Alternative zu normalen Reiswaffeln, weil die normalen Reiswaffeln schmecken ja nach gar nichts. Ich habe auch ein paar Gläschen mitgenommen. Einmal hier Mais,
mit Karotte und Bio-Pute. Ha. Kommt sie halt ab und an mal. Ist halt von Hip auch nicht so Milch drin. Und, zum Beispiel bei Leo war es auch immer damals so, der hat die Gläschen lieber gemacht als meine pürierten Sachen. Ich habe mir immer echt Mühe gegeben, verschiedene Sachen gekocht, alles Mögliche, aber nein, er mochte immer die Gläschen lieber. Bei Marlina ist es so, mal kriegt sie halt ein Gläschen, mal kriegt sie meine Sachen, die ich selber mache für sie. Dann habe ich noch eine Seife fürs obere Badezimmer mitgenommen. Ich habe jetzt nicht dran gerochen, ich fand das Motiv so schön, da steht Home Sweet Home. Ist so rosé gestreift. Ja, finde ich richtig schön. Und ich glaube, Seife riecht nie schlecht. Höchstens riecht Seife mal nach Seife einfach. Dann habe ich für die kleine Pampers Feuchttücher Fresh and Clean mitgenommen. Ich mag eigentlich alle Pampers Feuchttücher. Also es gibt ja verschiedene. Und ich nehme eigentlich auch nur die von Pampers. Ich habe schon viele durchprobiert. Aber die von Pampers finde ich am besten. Weil ich mag das, wenn das Feuchttuch feucht ist, damit ich auch damit ordentlich sauber machen kann. Von Pampers finde ich am besten. Und deswegen kaufe ich auch eigentlich zu 99% die von Pampers Feuchttücher. Und dann einfach eine Zahnpasta von Colgate. Die war gerade im Angebot. Ich hole immer verschiedene Zahnpasta-Marken. Das, was gerade im Angebot ist. Und auch auf Vorrat. Also ich glaube, wir haben noch ein, zwei Tuben. Deswegen habe ich noch mal eine mitgenommen. Ich glaube, die hat 95 Cent jetzt gekostet. Dann hat sich mein Mann, der holt sich immer Deo von Axt. Ich glaube, der wechselt da auch mal ab und an. Jetzt hat er das Dark Temptation mitgenommen. Ich finde, die Düfte von Axt, die riechen also für Männer auf jeden Fall alle gut. Ja, dann habe ich für meinen Mann einfach Duschgel mitgenommen von Isana. Ich fand irgendwie, das riecht gut. Das ist sogar vegan. aber eigentlich nimmt er auch eher lieber von Axt Duschgel. Aber er hat noch, ich glaube, zwei. Deswegen dachte ich, eins auf Vorrat oder falls wir mal nach Hannover fahren, dass er das vielleicht für unterwegs mitnehmen kann. Jetzt nicht unbedingt für zu Hause halt. Um nach Hannover oder so zu fahren, dass er da ein extra Duschgel hat. Ja, dann habe ich noch für meine Tochter Kiwi mit Banane und Apfel mitgenommen. Weil ich fand, das hat irgendwie lecker geklungen. Und dann dachte ich, ach, eben auch mit nach Hannover mitzunehmen. Weil meine Mama, ja, die hat halt nichts Püriertes da. Und jetzt da extra was zu machen, ist halt umständlich. Da ist einfach ein Gläschen für unterwegs. Einfach mitzunehmen. Deswegen schätze ich mal, werden wir das mit nach Hannover nehmen. Das habe ich entweder nach Hannover oder für hier. Das ist von Alnatura Apfelmango mit Dreikorn, ohne Zuckerzusatz und auch ohne Milch. Und wie ihr seht, ich habe von Hip, von Baby Dream, von Alnatura. Also ich habe eigentlich eine gute Erfahrung schon bei meinem Sohn gemacht und Marlina verträgt auch alle. Halt nur keine Milch drin. Und ich finde dieses mit Dreikorn, also ich finde es sehr lecker und ich glaube meine Tochter auch. Wir hatten das schon ein, zwei Mal probiert. Ich finde das auch sehr gut zum Frühstücken. Ich glaube, das sättigt auch wegen dem Korn halt ziemlich gut, so wie Haferflocken. Und entweder halt zum Frühstück für Hannover oder mal hier, wenn das Frühstück mal schnell gehen soll. Dann habe ich, weil ich sehr liebe zu baden, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Badezusatz mitnehme, das für mich wie Make-up kaufen. Ich fand, das roch sehr gut. Das ist Winterbeerenbad und ich finde die Verpackung, die sieht einfach schon so toll aus. Allein, weil sie schon rosa ist und Winter und ich könnte ja jetzt schon Weihnachten und alles mit Weihnachten shoppen. Das ist eine meiner Lieblingsjahreszeiten. Genau, und da darf natürlich das Baden nicht fehlen. Da fühle ich mich dann immer so geborgen, kuschelig. Ja, das ist schön. Also wenn ihr das liebt, zu baden und Winter düftet, dann müsst ihr das euch auch holen. Das ist auch nicht teuer gewesen. Ich habe 95 Cent. Dann habe ich noch eins mitgenommen von Isana. Das ist jetzt Milchtraum mit Kokosöl.
ich mag Kokos, also ich mag den Duft und ich mag Kokos auch zum Essen. Und das wollte ich mal einfach ausprobieren. Da ist auch Vanille. Ach ja, mein Kokos- und Vanilleduft. Ja, ich mag beides. Ich mag Vanille und Kokos. Ich glaube, ein Kombi zu baden ist das auch perfekt. Da kann ich mich schon voll gut entspannen und kriege schon auch Hunger auf Kokosnuss. Ja, da hat jemand schon genascht, aber nicht nur ich, mein Mann auch. Wir wollten die unbedingt probieren. Das ist Doppelkeks Lemon Cake Style. Also, die schmecken auch so wie ganz leicht wie Cheesecake Lemon, sind vegan. Also, ich hatte ja jetzt schon die Doppeldecker-Kekse mit Schokolade innen drin. Die fand ich auch mega, mega, mega. Also, richtig gut. Die sind auch richtig lecker. Also, ich finde beide lecker. Also, am besten finde ich immer noch die mit Schoko. Aber die findet mein Mann besser. Ist jetzt halt die Frage, ne? was man halt vom Geschmacklichen lieber mag. Die sind auch größer und die Füllung ist auch viel cremiger. Ja, das kriegt man hin. Vegan kriegen wir auch cremiger hin. Die ist cremiger und viel dicker, die Füllung. Also der Keks ist wirklich sehr massiv. Ich glaube, so ein Keks hat aber auch mal eben über 100 Kalorien. Aber sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Also jeder, der vegan leben will oder muss oder einfach mal ausprobieren will, der sollte die und die mit Schokolade auf jeden Fall probieren. Das ist jetzt für meinen Sohn, also weil da steht ja schon hier Babykeks und Milch und ab 10 Monate und bla bla bla. Das ist für meinen Sohn als Nascherei gedacht. Das ist, ja, genau, einfach mal für zwischendurch. Ich meine, ob jetzt Joghurt oder sowas, das ist von den Werten genau gleich und vom Zuckergehalt genau gleich. Aber ich habe es ihm einfach mal mitgenommen, weil ich weiß, der hat das mal gemocht. Und anscheinend ist er wieder auf dieser Schiene, dass er auch das essen will, was Malina isst. Also er sieht das und will das dann auch gerne essen. Und dass er dann auch was da hat und nicht irgendwie traurig ist. Dann habe ich mir noch einen Badezusatz geholt. Das ist auch voll süß vom Motiv mit so einem kleinen Rentier, wie das da eingemuckelt ist. Da kriege ich schon wieder Lust zu baden. Das heißt Warm-up und das sind Badekristalle. Was steht da noch? Das ist mit Sternanis und Marode. Bin mal gespannt. Ich werde euch berichten, wie das gerochen hat. Also ich probiere ja immer gern was Neues aus beim Baden. Aber sowas liebe ich ja. Das ist wie so ein kleines Extra am Abend. So mal, ja, einfach nur für mich. Die habe ich auch entdeckt. Rote Linsen-Spirelli. Und man weiß ja, dass rote Linsen richtig viel Eiweiß haben. Also sind wirklich richtige Eiweißbomben. Und die haben jetzt pro 100 Gramm 23 Gramm Eiweiß. Also ist nicht schlecht, weil es sind halt Spirelli. Jetzt richtige Linsen habe ich, glaube ich, noch mehr. Die waren auch, also 250 Gramm, weil wir euch fest haben, jetzt fast 2 Euro, fast knapp 3 Euro gekostet. Das ist wirklich sehr teuer. Aber wir probieren das einfach mal aus. Und wenn man überlegt, 80 Gramm eine Portion, ja, hier stehen halt 3 Portionen drin. Das heißt, wir können zusammen einmal davon essen, einer ist alleine. Oder ja, vielleicht mache ich sie auch in Auflauf rein. Dann haben wir für meine Tochter, haben wir für unsere Tochter Frühkarotte mit Kartoffeln, Wildlachs mitgenommen. Wie schon gesagt, so Fleisch und Fisch. Jetzt habe ich es verstanden. Wie viel deine Tochter? Das war unlogisch, ne? Genau, Frühkarotte mit Kartoffeln und Wildlachs mitgenommen. Ich will einfach mal auch ausprobieren, ob sie Fisch isst, weil das ist ja auch nicht jedermanns Sache und auch, ich weiß, Kinder mögen das nicht so sehr. Leo, der mag gern Räucherfisch, aber sonst gar kein Fisch. Und das ist auch schon sehr ungewöhnlich. Da bin ich mal gespannt, ob sie es ist. Ich habe davon ein Gläschen mal zum Probieren mitgenommen. Können wir auch übrigens mit nach Hannover nehmen. Dann habe ich noch gar nichts von dieser Marke. Die heißt Revolution.
Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrung mit der Marke gemacht habt und ob ihr die gut findet. Ich habe davon jetzt, ja, was ist denn das? Lipgloss mitgenommen. Ich fand die Farbe richtig schön für den Herbst. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Skin Skinny Dip. Heißt die so? Skinny Dip. Ja, jedenfalls bin ich mal gespannt und kann euch ja mal berichten, ob der hält und auch wirklich so schön aussieht, wie er zu sein scheint. Als nächstes habe ich einen Catrice Mascara mitgenommen. Ich habe schon einen von Catrice, den hellblauen, den finde ich richtig gut. Ich bin auch von Catrice überzeugt, also ich finde die Marke gut, ich finde die stellen auch gutes Make-up her und Preis-Leistung ist halt top. Ich besitze nur ein Produkt und das habe ich auch geschenkt bekommen, fast High-End-Make-up, also wie sich das nennt. Aber ich kenne mich da nicht so gut aus, ja. Das ist jetzt Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Ja. Und die Bürste, die kann ich ja mal zeigen. Die sieht so aus. Also ich glaube, damit kann man gut die einzelnen Wimpern definieren. Das hört sich schon so gut an immer. Mascara-Junkie. Ich horte immer Mascaras. Davon könnte ich tausende kaufen. Bei Make-up habe ich da so meine Probleme, das Richtige zu finden. Das kann ich auch gleich meinem Mann in die Hand drücken. Das sind Kaugummis für unser Auto. Wir haben immer Kaugummis im Auto stehen. Und wir dürfen die nie vergessen zu kaufen, weil wenn wir die vergessen, dann müssen wir die an der Tankstelle kaufen. Und da kosten die das Dreifache. Bei Rossmann kostet so eine 50er-Packung 1,99 €. Und wir kauen halt immer im Auto auf langen Fahrten Kaugummis, das ist so eine Gewohnheit von uns. Dann hat mein Mann sich noch zwei Riegel mitgenommen, das sind seine Lieblingsriegel. Nussfruchtriegel, Cashew und Blaubeere. Er ist ja total der Blaubeer-Fan und dann mit weißer Schokolade überzogen. Die haben, glaube ich, auch gute Werte, oder? Also ein Riegel hat 217 Kalorien, 45 Gramm sind das. 12 Gramm Fett, 25 Gramm Kohlenhydrate, 2,6 Gramm Eiweiß. Das sind voll die Scheißwerte. Ja. Aber dafür gesunde Fette aus der Nuss. Ja, gesunde Fette aus der Nuss. Ja gut, 217 Kalorien für einen Riegel, das geht. Das ist okay. Das isst die ja auch nicht jeden Tag. Ja, ich habe Benefit Futter gekauft, weil ich glaube, ich kaufe das so 3-4 Mal im Jahr für unsere. Wo ist die eigentlich? Die ist schon oben. Kaufe ich 3-4 Mal im Jahr für unsere Fellnase. Ihr wollt nicht wissen, wie sie nennt. Nein, wir haben sie ganz doll lieb. Kleiner Stinker ist das. Genau. Ja, ich weiß, das Futter ist mit Getreide, das ist überhaupt nicht gut. Das Problem ist, Leica ist bei uns eine sehr wählerische Isserin. Also sie nimmt nicht mal Rinti-Futter oder so. Ich kann ihr da Futter für 100 Euro hinstellen. Also ich meine, jetzt eine Dose, die 100 Euro kostet, die würde das nicht essen, weil sie es nicht mag. Sie isst gerne Fleisch, das kriegt sie. Also so Hälfte, sie kriegt voll auf Fleisch. Und dann halt so an die andere Hälfte nass und Trockenfutter. Also da fängt schon an beim Trockenfutter. Wenn sie zu viel Nassfutter kriegt, ist es halt, kriegt sie Durchfall. Also brauchst du auch ein bisschen Trockenfutter. Und da, das ohne Getreide, da habe ich eins gefunden. Das hat sie am Anfang richtig gut gegessen. Jetzt fängt sie es wieder an, nicht zu essen. Jetzt habe ich ihr mal für die kurze Zeit wieder Benefit gekauft, dass sie wieder eine Abwechslung hat. Weil ich weiß, das ist ihr absolutes Lieblingstrockenfutter. Das isst sie sowas von richtig gerne. Ich weiß nicht warum, was da drin ist. Aber sie liebt das einfach. Und das sind, glaube ich, auch nur 1,5 Kilo für einen 25 Kilo Hund. Ist das nicht so viel. Genau, aber sie kriegt halt immer. Ich glaube, das ist jetzt ein zu langes Thema, zu erklären, wie ich meinen Hund ernähre. Jedenfalls kriegt sie ab und an mal 3-4 Mal im Jahr, wenn du voll. Vorgesetzt. Sonst bestelle ich immer bei Fressnapf für sie. Ich habe gerade die Bestellung ein bisschen verpasst, deswegen habe ich ihr eine von bei Rossmann mitgenommen. So, das war es auch schon. Das war das letzte Produkt.
Ich hoffe, euch hat mein Haul gefallen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.